Bevor ein neuer BMW auch nur einen Meter auf der Straße fährt, legt er lange Wege zurück. In den Köpfen und Computern seiner Ingenieure. Im Forschungs- und Ingenieurzentrum. Auf völlig neuer Basis vernetzt es Konstruktion und Entwicklung, Fertigungsvorbereitung und Logistik. Mit Großrechnern beispielsweise, die selbst hochkomplexe Systeme bis ins kleinste Detail optimieren. Mit einer elektronischen Bibliothek, die einmalig in ihrer Art vollautomatisch schnellsten Zugriff auf alle Informationsmodule erlaubt. Im Mittelpunkt ein Rechenzentrum, das kreative Vielfalt ordnet und zu harmonisch ausgewogener Fahrzeugfunktionalität vereint. Erst dadurch kann der neue Dreier in wieder und wieder verbesserten Schritten seine erstaunliche konstruktive Reife gewinnen, wie sich dann auch in der ersten praktischen Erprobung zeigt. In langen Winterfahrten ebenso wie auf heißen Wüstenstrecken. Die Messgeräte sind immer dabei, erfassen Längs-, Seiten- und Vertikalkräfte. Das Telemetriefahrzeug empfängt eine Fülle von Messdaten und wertet sie sofort aus. Neue Erkenntnisse auf dem fahrdynamischen Räderprüfstand. Ein Computer simuliert den Nürburgring, eine der härtesten Rennstrecken der Welt, und fährt sie als Langzeit-Folterprogramm für Räder und Achse ab. Auch wenn die Bremsen schon glühen, müssen sie noch sicher greifen und ihre Standfestigkeit beweisen. Zurück ins Forschungs- und Ingenieurzentrum. Schon in der Konstruktionsphase wird auf Langlebigkeit gezielt und jede denkbare Schwachstelle eliminiert. In bester Vorsorge für noch mehr Sicherheit. Ob Hitze oder Kälte, die Qualitätsprüfungen am neuen Dreier lassen nichts aus. Hochempfindliche Elektronikteile bei minus 40 Grad im Schütteltest. Und mit noch getarntem Fahrzeug in praktischer Erprobung. Prüfungen bestanden. Jetzt darf der neue Dreier in Serie gehen und sozusagen losfahren in die Produktion. Fertigungsroboter realisieren gleichbleibend hohe Präzision und Güte in jedem einzelnen Dreier. Wenn es um die Präzision geht, wollen wir es genau wissen. Bei der Vermessung der Karosserie entscheiden Tausendstel von Millimetern, mit dem bloßen Auge längst nicht mehr wahrzunehmen. Unsere Automobile sind auf Nutzen programmiert, bei der elektronischen Motorsteuerung beispielsweise. Ein einziges Gerät für alle typgleichen Fahrzeuge, aber variantenspezifisch kodiert. Dadurch geringere Störanfälligkeit und weniger Ersatzteile. Mit deutlich spürbaren Vorteilen für Werkstätten und Kunden. Äußere Erscheinung ist bei BMW immer auch ein Spiegelbild innerer, tiefer liegender Qualitäten. Denkt man allein an den aufwendigen Korrosionsschutz, kann man mit dem neuen Dreier sehr gelassen in die 90er Jahre fahren. Eine konsequente Qualitätssicherung ist jedem möglichen Fehler auf der Spur.
die Achsvermessung. Klare Vorgaben, akzeptierte Werte. Erst dann wird die Geburtsurkunde ausgestellt. Jeder BMW, auch der neue Dreier, ist mehr als die Summe seiner Teile. Er ist, wenn man so will, Funktionalität mit Charakter. Und weil Menschen das anders als Computer erleben, muss sich unsere Endkontrolle selbst hinter das Lenkrad setzen. Jeder neue Dreier, der das Werkstor verlässt, fährt geradewegs zum BMW-Händler. Auf viele wartet noch der Handling-Kurs, hier in Regensburg, auf dem Gelände eines der modernsten Automobilwerke der Welt. Letzter penibler Test. Einfühlsames, feinnerviges Fahren und Erfahren. Schließlich geht es ums Ganze. Um die hohen Erwartungen anspruchsvoller Kunden an ein vollständig neues Automobil, an ihren neuen Dreier. Jeder BMW-Händler ist sich dem Kunden gegenüber seiner Verantwortung bewusst. Deshalb ist die Übergabeinspektion in seiner Werkstatt mehr als eine nochmalige Pflichtübung. Wenn der MODIC, der mobile Diagnosecomputer, sein Okay gibt, wird wieder ein Vertrauensverhältnis bestätigt. Unverkennbar ein BMW. Und was für einer. Elegante Keilform, harmonisch integrierte Blinkleuchten und Doppelscheinwerfer, markante Niere. Konsequente, klare Linie auch beim Abschluss mit der völlig neuen Heckleuchtenkombination. Der neue Dreier. Eigenständig. Kraftvoll. Dynamisch. Großvolumiger, glattflächiger Kofferraum, sehr gut zugänglich durch die tiefe Ladekante. Ein beeindruckendes Raumangebot. Griffige Bedienelemente, bequem zu erreichen. Klare Instrumentenanzeige, genau im Blickfeld. Weit öffnende Türen und neue körpergerechte Sitze mit integriertem Dreihebelsystem. Mühelos lässt sich die ideale Sitzposition finden. Und weil Mitfahrer bei BMW nicht zurückgesetzt werden, auch hinten viel Bewegungsfreiheit und Komfort. Auf dem Weg zu idealem Fahrverhalten mit langem Radstand, breiter Spur und einer Achslastverteilung von je 50%. Die Eingelenk-Federbein-Vorderachse wird entscheidend verbessert. Die Zentrallenker-Hinterachse völlig neu entwickelt. Optimale Führung durch einzigartige Lenkergeometrie und Kinematik. Zweirohr-Gasdruckdämpfer, Tonnenfedern und ab 318i Stabilisator hinten sind weitere wichtige Komponenten der aufwendig ausgelegten Fahrwerkskonzeption.
In der Praxis bedeutet das neutrales und präzises Fahrverhalten. Vor allem aber in bester BMW-Tradition eine Handlichkeit und Agilität, mit der auch kritische Situationen sicher beherrschbar bleiben. Beruhigende Fahrsicherheit und überragender Fahrkomfort. Erstaunlich, was dieses Automobil zwischen Straße und Sitzen wegsteckt. Da kann man sich auch nach langer Fahrt sehr entspannt anderen schönen Dingen des Lebens zuwenden. Klassische Proportionen in zeitloser Ausprägung, Design, das jedes Modische hier und heute überdauert. Bewusste Beschränkung auf einen sehr guten CW-Wert von 0,29 bis 0,32. Dafür geringe Geräuschbelästigung und weniger Seitenwindempfindlichkeit. Feinschliff auch im Inneren. Abgerundete Profile und überlegt eingesetzte Materialien mindern ein etwaiges Verletzungsrisiko. Auch der neue Dreier entsteht mit einem umfassenden Sicherheitskonzept für Fahrzeug, Insassen und Verkehrsteilnehmer. Front- und Heckaufprall bis 4 km pro Stunde ohne bleibende Verformung. Gezielte Zerstörung des Stülprohrs bei Kollisionen bis 15 km pro Stunde. Leichter Austausch ohne aufwendige Reparaturen. Tragende Teile werden nicht beschädigt. Vorbereitungen zu einem Crashtest. Im Fond das ergonomische Gurtsystem mit außenliegenden Gurtschlössern, leicht anzulegen. Erhöhter Schutz bei Seitenaufprall, auch für Kinder. Der Gurtschlossstrammer, einzigartige Neuentwicklung. Bei einem heftigeren Frontaufprall strafft er zeitgleich Schulter- und Beckengurt. Zusammen mit dem Gurtstopper ein wirksamer Aufprallschutz für Fahrer und Beifahrer. Wenn BMW am Thema Sicherheit arbeitet, werden herkömmliche Auffassungen zerstört. Seit jeher schon, auch beim neuen Dreier. Beispiel: Konstruktion der Fahrgastzelle als Überlebensraum. Beispiel: programmierte Verformung des Vorderbaus ohne Stauchung der Fahrgastzelle. Definierte Heckverformung ohne Zerstörung des Tanks. Wir wünschen das keinem Automobil, hoffen aber, dass in puncto Sicherheit alle so gut dastehen. Wer den neuen Dreier fährt, kann sich darüber hinaus beruhigender reservensicher sein, vom Fahrwerk bis zum Antrieb. Starke Vierzylindermotoren beim 316i und 318i, beispielhaft in Durchzugskraft und Laufkultur. Beim 320i und 325i die neuen Sechszylinder-Triebwerke mit 4-Ventil-Technik. Kultiviert und beeindruckend in der Leistung. Mit günstigen Verbrauchswerten und zukunftsweisend sauber. Das klassische BMW-Cockpit mit Instrumenten und Bedienungselementen in neuer Form und Anordnung.
Auf Wunsch erhältlich der Bordcomputer mit wichtigen Fahrerinformationen. Ebenfalls auf Wunsch die neue Klimaanlage mit getrennter Regelung für Fahrer und Beifahrer. Ein weiteres Plus, die bessere Sicht im neuen Aerospiegel. Abblendlicht und Fernlicht unter einteiliger Glasabdeckung. Bei Abblendlicht automatisch zugeschaltetes Standlicht. Wer in den neuen Dreier einsteigt, sitzt gut und sicher. Durch Gurthöhenverstellung auch optimal angeschnallt. Wenn alles bei einem Automobil so stimmig zueinander passt, wird schon der Auftritt zum Ereignis. Mit den prägenden Akzenten, die er setzt, kann der neue Dreier jedem die passenden Perspektiven bieten. Denen, die seinen hohen Nutzen genießen, ebenso wie jenen, die ihre Träume fixieren. Ob spontane Begeisterung oder wohlüberlegtes Abwägen, der neue BMW 3er ist wegweisend. In diesem Automobil steckt heute schon vieles von dem, was erst die Zukunft fordern wird.